Ja, hallo an alle Daheimgebliebenen. Mein Name ist Oliver Hubus, bin Wanderführer für den Markus von Stein und stehe jetzt gerade hier auf der Johannesburg, also hier oben. Oberhalb der Straße nach Küsweinstein, Karl-Brückner-Anlage auch genannt. Hier hinter mir seht ihr den Markgrafenweg, den Frankenweg und jetzt schwenke ich mal langsam nach links. Man hat hier unten einen wunderbaren Blick auf Beringers Mühle. Was sieht man von Beringers Mühle? Ein bisschen was, den Wiesenweg hier im Hintergrund. Wenn ihr so nach links geht, das ehemalige Altenheim. Und wenn man dann so übers Tal hinüberschaut, hier auf diese Wiese, auf die große, dann sieht man da oben eben auch das Bistum, also dieser Abschnitt, diese Flurbezeichnung, wo es dann Richtung Moritz geht. Wenn wir ein bisschen nach links schauen, dann sehen wir hier in der Ferne die Burg Küsweinstein, hier ganz oben. Und direkt drunter oder fast drunter spitzt so ein bisschen der Bahnhof von Beringers Mühle hervor. Und hier im Hintergrund könnt ihr vielleicht noch wahrnehmen, das ist die Stempfenmühle. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, ich wandere einfach mal ein bisschen weiter und zeige euch noch ein bisschen von der schönen Karl-Brückner-Anlage. Bis gleich. Ja, hallo, meine Lieben. Bin ein bisschen weiter gegangen hier in der Karl-Brückner-Anlage und bin jetzt auf der Luisenterrasse. Jetzt sind wir ein bisschen höher, deswegen sehen wir auch mehr. Also hier rechts ein stolzer ehemaliger Fahnenmast. Ein bisschen weiter auf dem nächsten Felsen. Eine ehemalige Antennenanlage, wahrscheinlich von der Gemeinschaftsantenne von Beringers Mühle, die mittlerweile schon Geschichte ist. Jeder hat seine eigene Satellitenschüssel mittlerweile. Aber dafür ist der Blick über Beringers Mühle umso schöner. Ihr seht auch hier direkt im Vordergrund den Kurpark, das Gasthaus zur Beringers Mühle, unten wo gerade der LKW lang fährt, die Bundesstraße. Und wenn wir jetzt hier nach links schwenken am Café Gruber vorbei, nach links schwenken, ist hier die Wiesent. Ihr seht die Wiesent, wie sie aus Richtung Weichenfeld kommt, durch Beringers Mühle durchfließt. Und hier unten mündet dann die Püttlach in die Wiesent. Wieder der Schwenk nach links. Auch wieder hier oben die grüne Wiese, das Bistum. Ihr kennt euch aus, ihr wisst, wie das geht. Wenn ich hier wieder nach unten schwenke, dann seht ihr die Bundesstraße. Und jetzt eben viel prominenter auch der Bahnhof in Küsweinstein. Man kann die Waggons sehen hinterm Felsen. Man kann hinter zur Stempfermühle schauen. Natürlich sieht man auch die Burg Küsweinstein. Die Basilika ist noch hinterm Fels versteckt. Hier links dahinter. Man kann die Türme ein bisschen erahnen, aber ich laufe jetzt weiter und dann sehen wir die auch. Bis gleich. Ja, dann nochmal von der Karl-Brückner Anlage. Das Schöne an der Anlage ist tatsächlich auch, dass ihr durch die Felsen durchläuft. Also ihr seht es hier. Rechts um euch herum sind Felsen, links herum. Und ihr lauft quasi direkt durch dieses Felsenmeer durch. Der Weg geht jetzt hier weiter, hier links. Ihr seht, ein Baum ist umgefallen, der wurde freigesägt. Und dann geht der Weg so Richtung Küsweinstein weiter. Und vielleicht geht es ja auch, dass ich jetzt mal ein bisschen mit der Kamera mitgehe. Ich hoffe, es wackelt nicht allzu sehr. Ich bin jetzt auch fast schon am Ende der Karl-Brückner-Anlage. Hier, das war das, was ich euch gesagt habe, der Baum, der umgefallen ist. Die gute alte Eiche, es löst sich schon die Rinde, alle Borkenkäfer freuen sich, hier ist sie reingefallen. Da ist wieder das Wiesental im Hintergrund, noch ein paar tolle Felsen und es geht weiter. Und man hätte es nicht für möglich gehalten, aber die Natur ist schon wieder ganz schön ausgetrocknet. Und dadurch, dass das Grün noch nicht so weit rausgekommen ist, auch so ein bisschen kahl, was man hier auch sieht. Also wenn hier irgendwo ein Reh rumspringen würde, ich würde es auf 50 Meter auf jeden Fall sehen, weil es eben noch keine Deckung hat. Ja. Gut, jetzt hier nochmal der Blick zurück. Beringers Mühle hier unten nochmal, die Felsenpartie, wo wir gerade durchgelaufen sind. Es geht weiter zum nächsten Felsen. Wie ihr anhand der Schilder seht, bin ich jetzt auch auf dem Frankenweg. Und da oben auf der Höhe, wo das Geländer ist, da ist der nächste Gipfel, zu dem ich jetzt hingehe. So, dritter Fels der Karl-Brückner-Anlage, dritter Aussichtspunkt, die sogenannte Paulinenhöhe. Ihr könnt das nochmal lesen.
Ein fleißiger Mensch hat das alles noch mal beschrieben. Also hier immer schön am Geländer entlang. Und direkt auch raus auf den Aussichtspunkt, die Paulinenhöhe. Sind wir froh, dass es gerade noch Frühling ist. Im Sommer hätten wir wahrscheinlich hier schon den grünen Kranz sozusagen vor uns. So kann man aber schön noch ins Wiesental reinschauen. Nochmal den Blick auf den Bahnhof, aufs Bistum hier oben, dann auf die Bundesstraße, die hier weitergeht, auf die Burg Oswenstein und hier links spitzen dann im Wald schon die zwei Türme von der Basilika in Gößwenstein durch. Was haben wir sonst noch zu bieten? Hier unten ist die Straße, die nach Gößwenstein geht. Und ich werde jetzt hier weitergehen, Weg zurück und dann immer Richtung Gößwenstein. Bis bald. Was euch sicherlich in der Karlbrückenanlage auch auffallen wird, ist, dass manche Felsen tatsächlich unterbetoniert sind. Mit so einer Drainage, seht ihr das hier? Das hängt einfach damit zusammen, dass die Felsen vorm Absturz gesichert wurden, weil ja hier drunter direkt die Straße von der Engersmühle nach Gößwenstein ist. Da will natürlich keiner, dass so ein Felssturz passiert. Deswegen wurden verschiedene Felsen einfach festgemacht, festbetoniert, damit sie nicht hier runterkrachen. Wir kommen jetzt gleich zu einem weiteren Exemplar, das ein bisschen größer ist als das, was ihr gerade gesehen habt. Wie ihr seht, sind wir immer noch hier auf dem Frankenweg. Und hier den Fels dahinter, den habe ich gemeint. Wenn ihr euch den so anschaut. Und ich mal aus der Sonne rausgehe. Dann seht ihr hier oben tatsächlich auch so Moniereisen, die reingemacht worden sind. Damit der Fels ganz einfach nicht da unten auf die Straße fällt, wo jetzt gerade das Auto vorbeifährt. Genau, und jetzt geht es weiter hier im Felsenmeer Richtung das nächste Frage, die vielleicht auftauchen könnte, ist: Warum heißt denn diese Karlbrückenanlage Karlbrückenanlage? Und wir haben hier eine Gedenktafel am Eingang oder fast am Eingang. Da kann man das nochmal nachlesen, warum die Karlbrückenanlage heißt. Dem verdienten Förderer des Fremdenverkehrs der Fränkischen Schweiz und Schöpfer dieser neuen Anlage, Herrn Oberlehrer Karl Brückner, der von 1887 bis 1923 gelebt hat, in Dankbarkeit gewidmet. Verkehrsfreien in Gößwenstein 1930. Also das ist jetzt die ultimative Antwort auf die Frage, warum diese schöne Karlbrückner-Anlage hier mit diesen traumhaften Felsen und hier auch einer Kletterroute so heißt, wie sie heißt. Gut, das sind dann auch fast schon die letzten Meter. Ich gehe jetzt mal vom Fels weg, wieder auf den eigentlichen Weg zurück. Die Straße nähert sich immer mehr dem Wanderweg und das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir fast am Ende sind. Vielleicht kann man ja im Hintergrund schon auf der anderen Seite den Minigolfplatz erkennen, den Stempferhof dahinter, und damit wissen auch die Eingeweihten, dass wir schon in Gößwenstein, in Gößmerstar sind. Ja? Also, da vorne ist dann auch schon das Tor, der Eingang und der Ausgang zur Karlbrückner-Anlage. Sicherlich ist der Weg ein bisschen länger als der über die Straße nach Gößwenstein. Tausendmal schöner, wie ihr gesehen habt mit den Felsen, und vor allem auch viel, viel ungefährlicher als an der Straße zu laufen. Und in dem Sinn wünsche ich euch allen, dass ihr alle gesund bleibt. Und wenn denn der Coronavirus besiegt ist oder wir zu einem normalen Leben zurückgekehrt sind, dann kommt doch in die Fränkische Schweiz. Und schaut euch die Anlage einfach mal selber an. Hier, Karlbrückner-Anlage, Fuß Süd nach Bayern. Macht's gut. Ciao.